Traditionellerweise findet sich die Feuerwehr Landeck am 6.1. jedes Jahres um 10 Uhr im Stadtsaal ein, um Rückblick auf das vergangene Jahr zu halten, auf das Jahr 2010 und gleichzeitig einen kleinen Ausblick auf das neue Jahr 2011 zu machen. Im Tätigkeitsbericht des Kommandanten war das Hauptthema die neue Feuerwehrhalle. Wir haben die erste Baustufe fertigstellen können. Das neue Einsatzzentrum wurde von uns bezogen am 27. November des vergangenen Jahres. Wir haben das generalstabsmäßig geplant und haben alles an einem Tag übersiedeln können. Nach 9 Monaten Bauzeit, nach, man kann fast sagen, 11 Jahren Vorbereitung von den ersten Gesprächen im Jahr 2000 bis über mehrere Stufen, Machbarkeitsstudie, Standortanalyse, Projektstudien, dann konkrete Planung, Einreichplanung, sind wir jetzt zu diesem Endergebnis gekommen. Die erste Baustufe hat also 9 Monate gedauert, Ende Februar bis Ende November. Und wir haben jetzt ein topmodernes, funktionelles und am neuesten Stand sich befindliches Einsatzzentrum. Joe Zangerl trug den Kassabericht vor. Gekhan Akgötz, Christian Auer, Patrick Horvath, Florian Schrott, Patrick Wulliay, Armin Wachter und Benjamin Wucherer wurden zu Jungfeuerwehrmännern angelobt. Arno Birschner, Markus Höpfel, Wolfgang Fink, Markus Winkler wurden zu Löschmeistern und Andreas Schermer zum Hauptlöschmeister befördert. Matthias Niederbacher und Reinhard Gruber wurden zu Brandmeistern und Walter Ackermann sowie Christian Mayer wurden zu Oberbrandmeistern befördert. Ronald Müller und Thomas Schönherr wurden für 25-jährige Tätigkeit bei der Feuerwehr ausgezeichnet. Hans Haslinger wurde für 50-jährige Tätigkeit bei der Feuerwehr ausgezeichnet. Für 40-jährige Tätigkeit bei der Feuerwehr wurde Bezirkskommandant Magister Christoph Mayer ausgezeichnet. Für 70-jährige Tätigkeit wurden die krankheitshalber nicht anwesenden Feuerwehrmitglieder Karl Mart, Alois Burtscher und Heinrich Unterhuber ausgezeichnet. Nach den Ansprachen des Landecker Bürgermeisters Bertel Stenico, Vizebürgermeister Herbert Mayer, Bezirkskommandant Christoph Mayer, Norbert Ladner Polizeiinspektion Landeck, Martin Zerlaut Kasernenkommandant und Willi Bachmann Bergrettung Landeck wurde die Jahreshauptversammlung abgeschlossen.